C-Crowds. Hallo Freunde, willkommen zurück hier auf dem C-Crowds-Kanal. Willkommen zur Flaschenpost. Wir haben wieder diverse Themen für euch zusammengestellt und starten gleich mit einer großen Überraschung. Und zwar hier erlangt wahre Größe. Zusätzlich zum Halloween-Event, zum britischen Eventbogen und all so ein Drum und Dran, neue Zerstörer und was da alles ist. Ja, könnt ihr jetzt hier noch wahre Größe erlangen, so heißt der Titel. Ihr könnt nämlich zusätzlich Kapitäne, Schiffe, eine Sammlung kommt, all so ein Kram. Gehen wir aber nach und nach durch. Die Schaltfläche, das ist der entscheidende Punkt. Und das ist ganz, ganz wichtig und darum möchte ich doch zuerst drauf eingehen. Ihr könnt und ihr müsst, wenn ihr an dieser Sache hier teilnehmen wollt, am 19.10. in diesem Artikel, den wir euch hier gerade zeigen, nämlich eine Schaltfläche klicken, damit ihr überhaupt eingetragen seid, um an dem Event teilzunehmen. Dieser Button erscheint vom 19.10. bis 1. November und das ganze Event geht vom 19.10. bis 9. November. Das heißt, ihr habt gut und gerne 3 Wochen Zeit, um diese ganzen Aufgaben dann zu erfüllen. Was passiert, wenn ihr euch eintragt? Wenn ihr euch eintragt, bekommt ihr Aufgaben in-game gestellt und mit dem Eintragen in diesen ersten Abschnitt sozusagen, bekommt ihr dann auch einen russischen, sowjetischen Kapitän, der dann quasi an dem Aussehen von dem Eishockeyspieler so ein bisschen angelehnt ist, mit 10 Fertigkeitspunkten und russischem Voice-Over. Aktivierung bei Annahme, also das bekommt ihr dann, wenn ihr den ersten, wenn ihr die Auftragsreihe abgeschlossen habt. Also dieser Kapitän, diese Auftragsreihe wird aktiviert bei Annahme, ne? Dann als Belohnung für diese ganzen Aufgaben bekommt ihr Standard-Container, ich sage jetzt einfach mal Größencontainer oder wie man die auch dann immer nennen möchte, also diese Premium-Varianten hier. Davon gibt es einmal die Premium und einmal die Standard-Variante. Ja, und in diesen Standard-Varianten sind dann Gegenstände für eine Sammlung drin. Ihr eröffnet quasi mit dem ersten Container dann eine Sammlung und diese Sammlung könnt ihr vervollständigen mit euren täglichen Containern, wie immer mit einer gewissen Drop-Chance. Ja, also damit geht es dann weiter. Wenn ihr diese Sammlung vervollständigt habt, bekommt ihr diesen Kapitän hier, nämlich die amerikanische Version. Einmal die russische, einmal die amerikanische Version. Und wenn ihr dann noch ganz viel Glück habt, wie immer bei diesen Containergeschichten, dann könnt ihr aus einem Premium-Container oder aus einem Standard-Container mit wahrscheinlich deutlich weniger Wahrscheinlichkeit diesen Superkapitän hier ziehen. Ja, warum Superkapitän? Diesen Kapitän hier könnt ihr auf beiden Nationen benutzen. Also auf sowjetischen und amerikanischen Schiffen. Und der hat dann auch natürlich noch Elite-Fähigkeiten, der ganze Bastard sozusagen. Elite-Schütze ist dabei mit 3 Grad pro Sekunde Drehgeschwindigkeit bis 139 mm. Also ein super cooler Skill für zum Beispiel langsam drehende Türme auf bestimmten Schiffen, zum Beispiel irgendwelche Zerstörer vielleicht, die da irgendwo langsam euch die Türme zu langsam drehen, da könnt ihr den raufsetzen, denn er hat noch eine ganz interessante zweite Fähigkeit, Experte der Überlebensfähigkeit, und ja, also was soll ich sagen, das ist ein schöner Standard-Skill für Zerstörer. Ja, ich nehme die 50 Trefferpunkte pro Tierstufe super gerne mit, wenn man dann auf höheren Tierstufen unterwegs ist, dann, oder generell, egal auf welcher Tierstufe, das lohnt sich eigentlich immer, aber auf 10 habt ihr dann eben 4000 Trefferpunkte mehr und das ist doch eine ganze Ecke. So, jetzt haben wir zu den Kapitänen was gesagt, also die ersten beiden haben jeweils 10 Fertigkeitspunkte und der hier hat sogar 15 Fertigkeitspunkte und kann, wie gesagt, zwischen den ganzen Schiffen hin und her geswitcht werden. Es gibt für den russischen ein russisches Voice-Over und für den amerikanischen natürlich ein englisches Voice-Over und der Kapitän passt sein Voice-Over drauf an, auf welchem Schiff er jeweils ist. Ja, also amerikanisch halt englisch, sowjetisch dann eben russisch. So, und wie geht's dann weiter? Also es gibt dann hier in diesen Containern, also in Standard-Containern oder in den Premium-Containern eben hier tolle Lackierungen, die wir immer super gerne hier natürlich in World of Warships haben. Eine Sache fällt mir gerade noch auf, ihr habt natürlich auch wieder diese farblichen Geschossspuren, bei den anderen Premium-Kapitänen waren sie immer rot, hier sind sie jetzt blau, wenn ihr das möchtet. Ich finde das irgendwie ganz lustig, seht ihr hier schon die Farbgebung. So kann man immer noch mal signalisieren, du, ich habe einen besonderen Kapitän auf meinem Schiff, leg dich nicht mit mir an, so nach dem Motto. Ja, was haben die Eishockey-Tarnung denn so drauf? Die Standardwerte hier, Streuung und Erkennbarkeit natürlich, und dann EP-Jägefecht,
also die Standard-EP, dann habt ihr Kapitäns-EP 125% und Frei-XP gibt es nochmal 100% Boost. Dafür, dass die ganze Geschichte in den Standard-Containern einem gar nichts kostet, ist das natürlich schon mal genial. Hier seht ihr, wie die Tarnungen so aussehen. Bei der Lexington haben sie sich was besonders einfallen lassen. Da gibt es dann nämlich noch ein Eishockeyfeld auf der Startrampe. Ist ganz gut für uns, weil dann ist die Lexington nämlich nur noch eine Statue und kann keine Flugzeuge mehr starten. Kleiner Scherz, natürlich kann die immer noch Flugzeuge starten, aber ja, ich weiß nicht, was ein Eishockeyfeld, naja, muss jeder für sich wissen. Finde ich jetzt ein bisschen komisch für ein Schiffsspiel, aber gut. Was soll's. Hier haben sie dann noch die Bonis drauf, hier mit den, auch hier halt für diesen Flugzeugträger gibt es dann Schiffswartungskosten reduziert und so weiter. Also das ist alles eine schöne Sache. Gut, geht also dann weiter. Container der Sammlung, die große 8, so wird die Sammlung heißen. Ne? Ihr habt dann wieder hier eine Tarnung drinne, ein Wimpel drinne von diesen hier und natürlich ein Gegenstand der Sammlung und standardmäßig eben normale Drop-Chunks für die Schiffe. Ja, Schiffe. Ja, und hier bei dem Premium eben erhöhte Drop-Chunks. Da habt ihr 10 Lackierungen, 10 mal Wimpel und wieder ein Gegenstand für die Sammlung, aber erhöhte Proc-Chunks für eben diese Dinger hier. Ne? North Carolina, Chapayev könnt ihr gewinnen, Leningrad, Alabama, Scharnhorst oder die Abruzzi. Wenn ihr das Premium-Schiff schon habt, wird es dafür Dublonen geben, also eine ganz nette Sache. Ja, Premium-Container werden wahrscheinlich in dem üblichen Bereich liegen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es 3 Euro oder 5 Euro sind, je nachdem. Wir hatten da ja schon eine gewisse Preis-Range dieses Jahr, also von daher müsst ihr euch überraschen lassen. Ja, hier ist das dann alles nochmal zusammengefasst, was es dann hier so gibt. Die Schiffe, die ihr gewinnt, die haben einen Dreier-Kapitän dabei und ja, kriegen natürlich ihren Hafenslot geschenkt. Das ist so das Übliche. Ja, hier gibt es dann nochmal ein paar Bilder zur Sammlung. Ich denke mal, das ist hier so wie immer. Also sieht ja immer super toll gestylt aus, die ganzen Dinger, was sie sich da so einfallen lassen. Ja, und wenn ihr dann Duplikate bekommt, dann könnt ihr den Kurs 1 zu 5 tauschen oder 5 zu 1 besser gesagt. Und wenn ihr nachher die Sammlung abgeschlossen habt, dann gibt es 15.000 Creditpunkte pro Duplikat, was ihr eben so rauszieht. Und dann noch eine nette kleine Sache nebenbei. Es gibt eben eine Errungenschaft, die ist nur kurzzeitig verfügbar vor Goal Hall. Nämlich, ihr müsst einfach nur 4 Schiffe versenken in einem Gefecht. Da quasi die Vorstufe vom Kraken. Hier ist ein kleiner Oktopus drinne, der und kein richtiger Krake sozusagen, sondern der Vorhut, wenn man so möchte. Interessant ist, Zufallgefecht, Koop und gewettete Gefechte, die zählen da rein, um diese Auszeichnung zu bekommen, diese Errungenschaft. So, und das war's schon von der ganzen Geschichte. Wichtig ist, dass bei euch im Kopf bleibt, ihr müsst am 19.10., schreibt es euch am besten gleich ins Handy, ja, am 19.10. auf diesen Button da drücken, dann könnt ihr hier halt eben Schiffe gewinnen, Kapitäne mitnehmen und so weiter und so weiter. Ich finde es ist wieder eine coole Aktion, allerdings auf der einen Seite schon fast ein bisschen überraschend, dass das unbedingt noch in diesen Oktober mit reingedrückt werden muss irgendwo. Finde ich schon ein bisschen schade. Hätten sie lieber in den November schieben können, meiner Meinung nach, weil gerade jetzt eben diese Zeit ist, also ab Mitte November hätten sie das reinpingen können. Ne? Der britische Bogen geht dann noch ein Update, aber der Halloween-Event wäre dann gerade so am Auslaufen, so wäre das vielleicht ein bisschen praktischer gewesen. Aber gut, genug mit dem Fachsimpeln, gehen wir gleich weiter. Der nächste Punkt ist der Entwicklungsblock. Es gab wieder diverse Veränderungen. Bei uns auf der Facebook-Seite haben wir euch die Artikel alle ins Deutsche übersetzt. Und zwar geht es hier um die britischen Schiffe und die Veränderungen bei den Nebelwerfern der Briten. Also aktuell ist es ja so, dass ihr 70 Sekunden respektive 90 Sekunden Nachladezeit habt für euer Nebelwerfer, den ihr aktuell auf den britischen Zerstörern habt. Der eine oder andere von euch hat die Dampfer ja schon. Ja, das wird sich jetzt aber ändern. Und zwar wird die Differenz zwischen den beiden Nebelwerfern inzwischen dann auf 50% angepasst werden. Und wenn ich das richtig interpretiere, dann hat der Standardnebelwerfer in Zukunft 105 Sekunden Abklingzeit, also ein deutlicher Nerf. Aber das Premium-Verbrauchsmaterial hat dann dementsprechend nur noch 52,5 Sekunden. So verstehe ich das hier, dass halt die Differenz zwischen den beiden Sachen sehr, sehr groß ist. Und ich finde 105 Sekunden finde ich schon heftig. Dafür, dass der Nebel eigentlich nur 50 Sekunden, 40 Sekunden steht und 10 Sekunden werft ihr aus. Also habt ihr 50 Sekunden Nebel. Naja, also muss man sich dann überlegen,
auf den hohen Tierstufen habt ihr ja wahrscheinlich nachher vielleicht auch eine Premium-Lackierung möglicherweise oder eben viele Wimpel dabei oder so. Und dann würde das Verbrauchsmaterial, würde ich auf jeden Fall auf Premium setzen. Meine persönliche Meinung. Aktuell jetzt. So, und dann gab es eine Fehlerbehebung beim Motorbooster Cossack, dass das Schiff in Kurven sogar langsamer fuhre mit dem Motorboost als ohne Motorboost. Das ist auch eine sehr lustige Geschichte. Bei der Black Swan wird die Nachladezeit verändert von 4 auf 6 Sekunden, also einen Nerf, wenn man das so möchte. Und dann kommen wir noch zu weiteren Nerfs, nämlich die Deering und die Jütland, der T9 und T10 Zerstörer der Briten. Da wird die Sichtbarkeit ein bisschen verändert, nämlich die Oberfläche war vorher 7,2 und wird jetzt auf 7,6 erhöht. Auch das Schießen aus der Nebelwand wird verändert und die Reparaturmannschaft ist nicht mehr 15 Sekunden, sondern nur 10 Sekunden aktiv. Und das alles bei der Jütland, bloß auf einem anderen Level. Da geht es nämlich von 7 Kilometer auf 7,25 hoch. Auch das Nebelwandschießen ist verändert und auch da ist die Reparaturmannschaft die Laufzeit verkürzt, weil offensichtlich in den Tests rausgekommen ist, dass die Zerstörer dann doch schon ziemlich lange leben können, zusammen mit der Hydroakustik, die typisch britisch ist, auch ein bisschen anders als sonst. Eben 3 Kilometer die Schiffe, 3 Kilometer die Torpedos. Ja, ist schon eine krasse Geschichte. Ja, das waren die britischen Schiffe. Und wir gehen dann gleich weiter hoch. Ihr habt sicherlich mitbekommen, dass Wargaming angekündigt hat, die West Virginia ins Spiel zu bringen. Und sehr viele von euch haben sich darauf sehr gefreut. Und andere sagten dann, warum in der Konfiguration? Ja, warum nicht in der späteren Konfiguration. Jetzt hat Wargaming sich dazu entschlossen, das erste Schlachtschiff West Virginia 41 zu nennen und diese ins Spiel zu bringen, relativ zeitnah, also keine Ahnung wann genau, aber relativ zeitnah. Und es wird an ein Schiff geben, was eine andere Konfiguration hat, also die spätere Konfiguration der West Virginia haben wird und das wird dann halt später irgendwann mal in 2019 wahrscheinlich irgendwann mal erscheinen, weil es eine ganze Zeit dauert, diese Sache eben zu neu zu entwickeln. Die ganze 3D-Modell muss wahrscheinlich irgendwie angepasst werden oder so. Ich habe keine Ahnung davon, aber das schreiben sie halt hier. Ja, und dann gehen wir gleich schon zum nächsten. Kommen wir zu den amerikanischen Kreuzern, die Wichita T8 Kreuzer. Nachladezeit der Hauptbatterie 12 auf 10 Sekunden reduziert, also da gibt es einen Buff. Ruderstellzeit, auch ein Riesenbuff. Über 2 Sekunden wird die Ruderstellzeit reduziert. Die Eigenschaften des Überwachungsradars werden geändert. Und zwar hat das Radar jetzt keine 30 Sekunden mehr, sondern nur noch 25. Das ist halt wieder ein Nerf. Und die Erkennungsreichweite ist auch genervt worden von 9 auf 8,5 Kilometer. So, und dann gibt es noch das britische Schlachtschiff. Also wir haben heute hier britisch, amerikanisch, immer so schön im Wechsel. Da wird das Schiff angepasst und zwar an die typischen britischen Eigenschaften der AE-Granaten und der Brandwahrscheinlichkeit und was weiß ich, Reparaturmannschaft, Sigma-Wert, all dieser Kram wird hier angepasst. Hier geht es um die Penetration der AE-Granaten auf 95 mm, das ist nichts anderes als exakt ein Viertel des Kalibers. Das ist eben die typisch britische HE-Eigenschaft, haben die Deutschen übrigens auch, zumindest die Kreuzer und die Schlachtschiffe. So, und dann die Zündverzögerung der AP-Granaten, auch das ist wieder typisch britisch, wird reduziert von 0,033 Sekunden auf 0,015, auch das ist der Standardwert der britischen AP-Granaten. Der Sigma-Wert, der wird jetzt hier auf 2,0 erhöht, also werden wir uns alle freuen. Der Schiff schießt genauer mit seinen 380 mm Kanonen. Die Drehzahl wird von 2,5 Grad auf 4 Grad pro Sekunde erhöht, also die Geschütze drehen schneller in die Richtung, in die ihr zielt. Und die Reparaturmannschaft wird angepasst und zwar bekommt sie auch eins ganz, also das ist schon Conqueror-Verhältnisse oder sogar besser. Ich habe die Werte gerade nicht im Kopf bei der Conqueror, aber hier wird jetzt 60% des normalen Schadens wiederhergestellt. Das ist schon richtig heftig. Ja, also wenn ihr 10.000 Punkte Brandschaden erleidet, dann könnt ihr quasi von diesem Brandschaden, der kann ja zu, von dem Brandschaden ist ja alles anrechenbar auf diese potenziellen 60%. Das heißt, ihr könnt 6.000 Punkte wiederherstellen. So erkläre ich mir das zumindest. Beim Zitadellenschaden sind es sonst 10%, hier sind es dann 33%. Die Nachladezeit der Hauptbatterie wird auch gebufft von 30 Sekunden runter auf 28 Sekunden. Ich bin gespannt, ob das Schiff so den Supertest überlebt und wir das dann so auf dem Live-Server hier sehen werden. Aber das sind zumindest erstmal die Parameter. Eine Vorkonfiguration von den Testschiffen. Möchte ich euch nicht vorenthalten. Und auch, wie gesagt, ihr könnt das hier immer bei uns auf der Facebook-Seite alles sehen und seid da aktuell informiert rund um die ganzen Geschichten aus dem Entwicklungsblock oder Supertest, wie das im Englischen eben heißt. Dann haben wir euch eine nette Fun-Compilation gemacht zu den U-Booten. Da hatten wir am Wochenende einfach mal spontan Bock zu, hatten so eine Idee
Und ich glaube, die ist ganz cool geworden. Wir haben euch ein paar Fakten von U-Booten in ein Video gepackt und trotzdem nebenbei die lustige atmosphärische Geschichte mit da reingepackt und ein paar lustige Aktionen damit rein, sodass ihr vielleicht schon mal eintauchen könnt ein bisschen ins Halloween-Event. Ist nicht lang, sind nur 7 Minuten, glaube ich, das Video. Also, wenn euch das interessiert, dann könnt ihr euch das Video angucken und danach könnt ihr euch den Artikel hier durchlesen, denn hier geht es um Fragen und Antworten. Da hat Wargaming sich hingesetzt, da 21 Fragen rund um die U-Boote zu beantworten. Ich gehe darauf jetzt nicht auf alles ein. Wie das funktioniert, die ganze Geschichte, gibt es hier ausführlich zum Nachlesen. So, jetzt bin ich hier aus dem ganzen Konzept ein bisschen rausgesprungen. Genau, und dann kommen wir schon zum nächsten Punkt. Wir haben jetzt die ganze Supertest- und Entwicklungsblock-Geschichte hinter uns gelassen. Und der nächste Punkt ist, wir als Seacrawls möchten euch einladen, unter dieses Video, was wir hier auf der Facebook-Seite verlinkt haben, ja, oder hier eben auf unserer Seacrawls-Seite, auf dieses Video zu klicken und unter dieses Video zu kommentieren. Nämlich, was ist euer Lieblingssong? Ihr packt einen YouTube-Link unter dieses Video. Und wenn ihr Bock habt und Lust habt und eine schöne Szene habt, die ihr vielleicht schon immer mal auf YouTube sehen wolltet, weil euch die Szene einfach gut gelungen ist, sendet mir die Replay-Datei. Alle weiteren Ideen und alle Sachen stehen hier bei Facebook in dem Artikel drin und auch unter dem YouTube-Video. Und dann habt ihr vielleicht ein bisschen Glück und eure Musik und euer Move in eurem Gefecht ist dann hier in unserem Video für die Community sozusagen eingebunden. Ja, und dazu möchten wir euch einfach herzlich einladen. Würde mich freuen, wenn ich die ein oder andere Replay-Datei doch von euch zugeschickt bekomme oder der ein oder andere seinen Lieblingssong darunter postet. Bin gespannt, was ihr so gerne bei World of Warships zocken hört. So, und dann kommen wir schon zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt, wir sind noch gar nicht vorbei am Entwicklungsblock. Ich sehe gerade, wir haben hier noch einen und das ist die Alaska und da gibt es ja dann doch nochmal einige Änderungen. Entschuldigt, aber der Vollständigkeit halber werden wir das natürlich auch besprechen. Die Alaska wird verändert, und zwar die Trefferpunkte, diese internen Trefferpunkte, Nase, Kasematten, Aufbauten und so weiter, die bekommen jetzt alle einen Buff, die bekommen mehr Trefferpunkte verteilt, also gut geschrieben. Ja, der Vorteil ist nämlich, der Alaska ist nämlich, dass du eine sehr tief liegende Zitadelle hast. Das heißt, die typische Schwäche der amerikanischen Kreuzer hat die Alaska eben in dem Bereich zumindest nicht und ist damit halt besser gepanzert und kann einfach mehr im Gefecht aushalten. Und sie wollten jetzt die Zitadelle nicht unrealistisch nach oben packen, sondern eher dem realen Vorbild sozusagen nachempfinden und haben deswegen die Trefferpunkte-Geschichte überarbeitet, um da halt ein bisschen dem entgegenzuwirken oder dem mitzuwirken. So, und dann gibt es noch einen Nerf für T9 und T10. Booster in Seattle. Da geht das Überwachungsradar runter. Und zwar von 9,45 und 9,9 auf 9 Kilometer. Das heißt, die Schiffe können nicht mehr so weit aufdecken. Also in der Vergangenheit war es möglich, dass ein Schiff wohl das Radar benutzen konnte auf offener See, bevor es selber gesehen wurde sozusagen. Und das wollten sie jetzt eben damit vermeiden, dass Zerstörer quasi plötzlich überrascht werden, dass da eine Wooster im Wasser steht. Oder eben eine Seattle. Ja, und ja, das wollen sie jetzt eben verhindern, dass man genug Zeit hat zu reagieren. Bei der Seattle bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube nicht, dass die weniger weit aufgeht als 9,45 Kilometer. Ich glaube, die ging weiter auf, selbst wenn man sie maximal auf Tarnung geskillt hat, aber es war ein sehr knapper Bereich. Und sie wollen den DD-Fahrern ja da noch eine Chance geben. Ob das jetzt unbedingt total gute Idee ist oder man hätte mal vielleicht lieber die Laufdauer des Überwachungsradars reduziert, das wäre vielleicht noch eine ganz andere bessere Möglichkeit gewesen, weil ihr wisst ja selber, es geht ein oder anderen von euch da draußen sicherlich auch so. Es gibt sehr, sehr viele DDs in World of Warships aktuell. Mal mehr, mal weniger. Ich hatte gestern wieder Gefechte mit 2 DDs, dann gab es wieder Gefechte mit 5 DDs und das ist schon ein bisschen anstrengend, meine persönliche Meinung, da immer wieder so eine große Zahl an DDs da drin zu haben. Ihr könnt sie gerne reduziert, irgendwie auf 3 oder 4 maximal in einem Gefecht. Und auf der anderen Seite wären die Wooster und die Seattle dann eben auch die perfekten Gegenspieler dagegen, damit, ich sag mal, das Kontergewicht irgendwo doch vorhanden ist. Aber das ist meine Meinung. Schreibt mir gerne eure Meinung hier unter das YouTube-Video. Würde mich freuen.
So, und dann geht es noch weiter. Einmal der französische Zerstörer Le Terrible ist jetzt hier in unserem Entwicklungsblock-Ding ein bisschen untergegangen. Ja, auch da wird ein bisschen dran rumgebastelt an dem Dampfer. Er erhält den Nebel nicht zurück, nein. Aber es wurde trotzdem etwas verändert. Und zwar die Nachladezeit von 6 auf 5 Sekunden reduziert. Ist ein Buff, also er kann schneller schießen. Die Sichtbarkeit des Schiffes von 9,1 auf 8,46 Kilometer reduziert. Das heißt, ihr geht weniger weit auf, aber ihr müsst ja sowieso ein bisschen was auf Tarnung skillen wahrscheinlich, damit ihr eine vernünftige realistische Chance habt. Es ist ein sehr, sehr schneller Zerstörer, wird wahrscheinlich ein Flankierer sein, irgendwie so, dass man die ganze Zeit unterwegs ist unter Höchstgeschwindigkeit und dabei schießt, ausweicht, so eine Sachen. Ja, wenig aus dem, er hat ja keinen Nebel, also kann er aus dem Nebel eigentlich kaum schießen, es sei denn, man teilt sich den Nebel. Vielleicht mit einem Divisionskollegen oder aus dem Gefecht heraus ist man dann im Nebel und da geht er dann jetzt in Zukunft 3,42 Kilometer weit auf der DD, anstatt 3,74, wie es vorher war. Dann gibt es einen geänderten Nachladebeschleuniger der Hauptbatterie. Ja, der Dampfer hat wohl so ein Teil. Die Ablinkzeit von 120 respektive 80 Sekunden wird erhöht. Und zwar auf 150 respektive 100 Sekunden. Das heißt, ihr könnt ihn nicht mehr so häufig hintereinander benutzen. Und die Dauer wurde von 10 auf 15 Sekunden erhöht. Also ihr könnt ihn zwar nicht so häufig benutzen, aber wenn ihr ihn benutzt, dann könnt ihr ihn 15 Sekunden lang benutzen in Zukunft anstatt 10. Das ist schon mal cool. Dann gibt es aber auch nochmal einen Nerf, nämlich die Nachladezeit wurde vorher um 75% reduziert, jetzt nur noch um 50%. Aber ihr habt ja generell eure Nachladezeit gebufft bekommen. Das heißt, ihr ladet jetzt alle 2,5 Sekunden nach, wenn ihr den Nachladebooster benutzt. Und vorher waren es eben mehr. Und deswegen ist es eben jetzt dann in dem Sinne jetzt nicht so schlimm, weil sich das gegenseitig sozusagen bedingt. Ja, das war jetzt, glaube ich, aber dann alles, was wir zum Entwicklungsblock hatten. Ne? Denke ich jetzt einfach mal. Nochmal nachgucken. Ja, war alles, genau. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Und das ist der WoWs Katzencode. Es gibt eine tolle Flagge, die ihr mitnehmen könnt. Und zwar, wo habe ich den Artikel? Hier. Diese Flagge sieht ganz lustig aus, angelehnt an diesen... an diese Katze, die da auf so vielen Schiffen gedient hat, Flugzeugträger, Schlachtschiff und irgendwas war es noch und da immer dabei gewesen ist und das alles überlebt hat, obwohl davon welche versenkt wurden sogar und ja, da gibt es jetzt immer ein Video und wir haben uns das Video angeschaut, haben uns den Code aufgeschrieben und ich habe den Code jetzt hier gar nicht im Video drinne, entschuldigt bitte. Da ist er, der hier nämlich. Das setze ich hier mal schnell mit rein. Tag, dass ihr doch besser lesen könnt. Na, machen wir nochmal dick, ne? Ja, wie gesagt, das ist der Code, den ihr einlösen könnt. Dafür kriegt ihr einen Auftrag und ihr müsst mit dem Auftrag 5 Schiffe zerstören. Das ist ab T5 möglich. Zufall, Koop und Unternehmen und schon habt ihr dann eben dann die 10 Flaggen bekommen. Dann gibt es demnächst ein neues Video, gibt es wieder einen Code, gibt es wieder eine Aufgabe, die erfüllen. Das muss 4-mal wiederholt werden und am Ende der ganzen Geschichte gibt es eben diese schöne Signalflagge hier, die ihr dann auf euren Dampfer eben einsetzen könnt. Es gibt ja jede Menge Katzenfreunde und das ist dann nochmal eine schöne Variante, seine Leidenschaft, seine tierische Leidenschaft sozusagen auch auf dem Schiff zu tragen. Coole Idee. Gut. Kommen wir jetzt zum letzten Punkt. Mir fehlt schon so ein bisschen hier die Spucke sozusagen vom ganzen Labern. Ja, Testserver, zweite Runde, 4.10. bis 8.10. Ja, also, ihr habt ja schon mitbekommen, der Testserver war in der ersten Runde letzte Woche. Da gab es U-Boote. Wenn euch jetzt die U-Boote interessieren, dann habt ihr jetzt wieder die Chance, euch die U-Boote zu erspielen und dann auf dem Testserver ausprobieren. Wir werden es auf jeden Fall wieder tun. Ich habe ja doch einige freigespielt. Die machen unheimlich viel Spaß, wie ich persönlich finde. Gerade in diesem abgeschlossenen Event sind sie sowieso nicht so super ernst zu nehmen. Dass das so in World of Warships irgendwann mal integriert wird, ist eine Frage, wie das dann gebalanced wird. Das ist der Job von Wargaming. Den machen sie in der Regel doch ganz gut, wenn sie auch ein bisschen Anlaufzeit brauchen manchmal. Aber in der Regel machen sie das doch ganz gut. Ich persönlich freue mich unheimlich auf diese Getauche, Wasserbomben und so weiter. Diese Atmosphäre da ist schon cool. Ich komme schon in Schwärmen. Ich lasse es einfach. Wie gesagt, wenn euch die Testserver interessieren, dann könnt ihr da nämlich auch immer eure Belohnungen mitnehmen. Signalflaggen, Tarnung, die werden euch immer auf dem Live-Server mit ausgeschüttet, also viele Sachen zumindest. Ihr könnt sogar Premium-Zeit bekommen, Premium-Spielzeit bekommen, wenn ihr auf dem Testserver euch ein bisschen ja, engagiert. Wie ist das zu machen? Das könnt ihr hier in dem Artikel jedes Mal sehen, wie ihr euch da anmeldet, worauf ihr achten müsst.
Und ja, ihr habt immer noch einen Wissensvorsprung. Ihr könnt schon mal sehen, wie bestimmte Mechaniken funktionieren und euch da informieren. Ich mache es immer sehr, sehr gerne. Das ist auch immer sehr interessant für unseren Clan, da so ein paar interessante Erfahrungen auszutauschen oder eben mitzuteilen. Und ja, ihr werdet sicherlich mich auf dem Testserver antreffen. Ob ich das nochmal streamen werde, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Aber die Wahrscheinlichkeit ist zumindest da, dass ich da fahre und mal nochmal ein paar U-Boot-Gefechte probiere, weil ich einfach ein großer Fan davon bin. Gut. Und das soll schon gewesen sein von der heutigen Flaschenpost. Doch, weil wir sehr, sehr umfangreich. Wir sind bei 24 Minuten 50 Sekunden. Ich habe versucht, euch alles zu vermitteln, was in den letzten Tagen hier passiert ist. Ich hoffe, das ist mir gelungen. Wenn ihr noch Fragen zu dem Video habt, dann gerne unter dem YouTube-Video hier kommentieren. Ich werde versuchen, alles nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Wenn euch das Video gefallen hat, wovon ich auch ausgehe, lasst mir einen Daumen nach oben da und ein Abonnement und empfehlt uns auch gerne weiter, dass wir noch mehr Fans von World of Warships informieren können. Würde mich sehr, sehr freuen. Und dann, ja, sage ich einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Video. Haut rein, ciao, ciao, euer Seekholz-Team, euer Maracha. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Sea Krauts.